Da habe ich nix. Ja, super, ich fühle mich nicht mehr nix. Und jetzt habe ich genau das Problem, was ich mir schon fast gedacht habe. Jetzt haben wir keinen mehr übrig. Was könnte man jetzt machen? Alter, warte, wir könnten Darts spielen gehen. Ja, Mann. Follow-up bei die anderen noch Go-Apro hochbringen. Akashi, geh weg. Spielen wir Darts. Ruf mir jemanden an. Akashi ist auf 1. Akashi kann mich mal. Ja, die Haru. Wenn wir schon mal hier sind, können wir noch die anderen Leute annehmen. Ja, desto besser. Aber wenn die Haru auf Ding ist, dann brauche ich doch schon wieder das blöde. Machen wir. Persona 5 Royal Darts. Gut, dann fangen wir mit unserem Spiel an. Renkun, würdest du mit mir spielen? Das wäre toll, wenn du mir zeigst, wie es geht. Und die Regeln spielen wir, bla bla bla. Okay, was machen? Wo sind die Antworten da? Viel Glück, das Wichtigste ist Spaß dabei zu. Bei Makeshi kann man nicht mal eine Antwort geben. Believe in yourself. Die Kasumi können wir ja auch noch herholen. Später dann. Es ist Spaß dabei zu haben. So, jetzt müssen wir schauen, ob ich es wieder kann. Und wir haben doch jetzt Starting geschafft, ne? Ja, wobei 16 ist schon gut. Oh, da ist der hin. Wow, du bist richtig gut. Ich weiß. Oh Gott, wirklich. Ist das arschig. Warte mal, warum ist hier ein Video gestartet? Leck mich. Jetzt. Oh, ich komme, ich gebe alles. Okay, es klatschen mich alle ab. Ich war da echt begeistert, dass die Makoto so abklatscht und so. Alter, was? Triple 20? Triple 8? Triple 9? Willst du mich verarschen? Alter! Haru! Das ist die dritte Runde, ich habe ein gutes Gefühl. Wir sollten es nicht übertreiben. Oh. Yes. 63, was macht man jetzt? Halt? 20 reichen. Ist gar nicht so schlimm. Das war doch Absicht. Meine letzte Runde, also ich schaff das. Klatsch. Sieh unsere Punkte an, wir können finishen, wie soll ich werfen? Hab einfach Spaß, als ob du eine Axt schwingst mit Eleganz. Hab einfach Spaß. Genau, ich bin jetzt irgendwie aufgeregt. Na, jetzt haut es gar weg. Wahrscheinlich gibt es mit einem Wurf. Glaub nicht, ne? Bam, finish. Steigt sie auf 3 auf? Ich hoffe, wir können die annehmen. Oh, schau, 0 Punkte. Wow, wir haben es was geleistet. Das sind die tollste Paar aller Zeiten vielleicht. Mich juckt sie den Fingern. Legen wir los. Welche Regeln sollen wir spielen? Kannst du entscheiden. 501. Alles klar, spielen wir 501. Okay, hoffentlich versaue ich es nicht. So, ich drück dir die Daumen. Alter, ich darf es nicht versauen jetzt. Spiel beginnen. Ach was. Alter, ernsthaft? Ey, du wirst mich doch verarschen. Ach so, ich kann mit 3 kein Strick setzen. Ist doch scheiße. Die an, aber die haut immer voll zu, ne? Komm schon, mach was draus, Ern. Wow. Wow. Wie sie mich halt voll weghaut, ne? Also, wenn es darum gehen würde.
Runde 3, bleiben wir dran. Los. Three in the Black, Low Tone Hattrick. Alter. Meine letzte Runde, das darf ich nicht versauen. Was ist bei ihr? Same as always. Wie immer. Oh, sie macht einfach. Achso, weil sie es nicht beenden kann. What the fuck? Ja, was mache ich ja mit dem What the fuck, Alter? Das ist der Computer, der wo da wirft. Ja. Du nicht, jetzt packst du, ich glaube an dich. Oh, ne, geil, hast du eigentlich bitte, oder? Alter! Oh, ganz knapp, Alter, ganz knapp. Profi. Wir haben es geschafft, genau 0 Punkte. Wir sind ein cooles Team, oder was? Kein Upgrade? Wie kein Upgrade? Was kein Upgrade? Alter, die Anne hat doch... Ist die Anne schon auf 3? Ich bin verwirrt. Ach, so eine Scheiße. Ich habe wieder kein Buch dabei. ABC des Tüftlers, Aquarium Atlas. Nakano haben wir schon freigeschalten. Vergilbte Seiden, Buchding haben wir auch. Tokio Schreine. Hä? Matze zu Ende gelesen. Ah, okay, wenn ich die schon kenne, oder was? Ah. Chinatown haben wir noch nie. Chinatown. Chinatown, 4000 Jahre Geschichte. Yes. Auf Shopping-Tour durch Munchitown einladen. Wir sind fast da, wir werden zeiteffizient genutzt. Eigentlich nicht, weil ich eigentlich immer zwei so Dinger lesen kann. Okay. Gen. Warum seht ihr mich so an? Ich leide sicher nicht freiwillig an Schlafmangel. Meine Nachbarn haben ihren Müll zu früh rausgestellt, das hätte Krähen angelockt. Laute Krähen. Die Müllnetze, die die Stadt ausgibt, halten die Vögel nicht lange weg. Krähen lernen schnell. Wisst ihr eigentlich, wie das Kanji für Krähe aussieht? Zeichen für Vogel und Krähe sehen sehr ähnlich aus. Letztes Mal aber einen Strich weniger. Was sagst du einmal, Miyakun? Das ist doch leicht mit Vogel zu verwechseln, oder? Okay. Weißt du, warum in diesem Zeichen der Krähe fehlt? Krähen sind schwer zu sehen. Genau. Krähen sind natürlich schwarz gefiedert, also es ist schwer, die schwarzen Augen zu erkennen. Aber Krähen sollten über tolle Sehkraft verfügen und sogar UV-Strahlen wahrnehmen können. Oh, wirklich? Ja, ja. Ein anderes Kanji für Krähe spricht man übrigens gar aus, was den Ruf der Krähe imitieren soll. Beim Zeichen für Taube ist es ähnlich, es basiert auf dem Ruf der Taube und wird Kuh gesprochen. Krähen sind ziemlich schlau, ihr solltet fleißig lernen, damit sie euch nicht abhängen. Krähen sind richtig gruselig. Wenn man ihnen in die Augen sieht, fangen sie an zu flattern und schaudern. So, was können wir heute anstellen? Ja, ja, ja. Sie Mementos erzählen? Ich weiß auch Mementos erstmal. Klinischer Test, okay, da können wir sie auf Maximum bringen. Hier ist natürlich keiner. Der Kemi können wir aufbringen. Und so ist auch keiner unterwegs. Wer ist hier? Makoto. Okay. Das heißt, wir gehen zur Klinik. Maximum Power aus der Takemi. Brüche, bla bla bla.
kein klinischer Rest und ich. Du kommst gerade recht. Komm mal rein. Bin unser Kremi, wird stärker werden. Takemi abhängen. Dass ich behandelt komme gleich. Du solltest wissen, wie es ihr geht. Ah, Miwa-chan? Oh ne, die Kleine bloß. あのね、好きな男がいないの？何の話？あのね、好きな男の子いるの。でも今日友達に言われたんだ。先に好きになった方が勝ちって。だから私は諦めなきゃ。なんだって？ああ、それは嘘。本当？でもなんで嘘なんかついたの？ うーん、嫉妬？でも修羅場になるから気をつけて。修羅場？あの子、元気になったね。ああやって世間話できるほど。通院日でもないのに来るし、あの調子だと完治も近いかな。そういえば例の新薬、あっちも順調に完成に向かってる。 あなたのデータ、かなり役に立ってるの。極めて標準的でフェアな肉体だからね。素晴らしいモルモット。いえ、協力者だったよ。改めてお礼を言わせてもらう。ところで、私の方はどう？例えば、回答の仕事とか。 wie bitte? 受験のためなんて嘘。留置所に行って医局長に会ってきたの。それであの代わりを、まさに回答の事件と一緒じゃない。あの状況、あのタイミング。正体はあなただと思っても仕方ないでしょ。 was ist wenn es wahr ist? 警察？ が、普通かもしれないけど。まあ、どうでもいいよ。問題は、あなたがいなければ、私は私の使命を果たせなかったこと。新薬も完成できないまま、医局長に言われた嘘に騙されたままで。それに、この町の患者たちにも出会えなかった。きっと怪盗団って、 医者みたいに弱ってる人を救ってるんでしょ。じゃあ私もあなたのために危ない橋を渡ってみようかな。もっとすごい薬用意してあげる。あなたなら正しく使ってくれるって信じてるからね。Ich fühle eine starke Bindung zwischen Takemi und mir. 我は汝。汝は我。汝ここに。 ちぎりを決明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、死神の究極なる秘宝に目覚めたり。無人の力を汝に与えん。Tod. Reanimation erhöht die Auswahl von Wiederbelebungsgegenständen in der Klinik. よし。 Alice fusioniert, die mächtigste Person der Tod-Arkana. Oder Alice. じゃあ、行ってらっしゃい。お大事に。 Ach ja. Oh. So, was gibt's heute? Nix. Oya geht's ne? Chihaya ist noch da. Sochiro ist da. Mishima ist nicht da. Penner. Machen wir Sochiro was? War ich mit der Chihaya? Chihaya, Chihaya, Haya, Haya, Chihaya, Haya, Haya. Hab ich Fortune? Also. Ding. Wagen, hohe Priester, Herrscher, Gerechtigkeit, nah, Wagen, Teufel, Herrscher, Mond, Sonne, Piraten, Fortuna. Fortuna habe ich. Sehr gut, sehr gut. Alter, das ist durcheinander manchmal, ne? Rotlicht für den. Ah, ist doof. Ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt heute noch
Ding durchhauen. Weil die Chihaya auch da immer. Bist du ganz sicher, dass du zurechtkommst? Ich muss nur dein Gesicht ansehen. Die Todesaura, sondern ein seltsames Licht ab. Bitte sei vorsichtig. Bitte setz dich. Naja, komm. Das oder Norn. Chihaya, mit dir abhängen. Okay, es geht los. Chihaya sieht verblüfft aus. Ich spiele bei ihr Weissagung mit, bis sie zufrieden ist. Meine Bindung zu Chihaya wird bald stärker werden. Ich frage mich, ob ich die noch aufs Maximum bringen kann im dritten Semester. Es wäre natürlich geil, ne? Weil dann könnte ich wahrscheinlich alle nochmal alle hochbringen. Wo wir letztes Mal aufgehört haben. Achso. Alter, ich hab doch immer noch kein Buch. Werkzeug herstellen. Dietriche. Weißt du, wie kann ich einfach nebendran Dietriche bauen? Ja. Was geht heute ab? Ja, Yusuke! Nein, warte, die haben es auch da. Na scheiße. Schnell das hier, sofort hingehen. Und dann können wir die Augen nach mir offen. Ja, Haru müssen wir danach machen. Yusuke kriegen wir jetzt auf Maximum, ne? Das müssen wir machen. Muss man Zeit mit Überfluss haben, was wir jetzt Zeit gibt, was ich zeigen möchte. Wir müssen bald stärker werden. Yep, mit ihm abhängen. Ich habe mein Gemälde für Kawanabes Wettbewerb eingereicht. Es wurde akzeptiert. Die dazugehörige Ausstellung hat schon begonnen. Yeah. Sie findet wieder im gleichen Museum statt. Haru ist, glaube ich, jeden zweiten Tag bloß da. Warte mal, habe ich einen Yusuke eigentlich schon? Yoshida, Kitagawa, Tamaki, Mishima, Keshi. Ich meine, wenn ich den auf Maximum habe, brauche ich wahrscheinlich eh nicht schauen, aber... Bild hat den Wettbewerb gewonnen. Ich habe noch viel... これが本当の人間の心だ。タイトルは欲望と希望。どうだろう。え、すごい。この絵に足りなかった部分を書き出した。この光はお前たちだ。タイトルでは希望。 でも、俺の中では、もっと明確な存在だ。こんなことに、今まで気づけなかったとは。おお、あなた。いい絵だ。え？この前見たく、むやみに木を照らっているわけじゃない。同じ絵でこうも変わるものか。 これが君の出した答えかね。そうです。欲望と希望。なるほど。微臭どちらも合わせ持ってもいいんだな。君は理解したようだね。Du hast Yusuke bewusst provoziert. すまない。 君にカツを入れるつもりとはいえ、少々乱暴だった。でもこうでも言わないと、君の闘争心には火がつかないと思ってね。でも、どうしてそこまで？同じマダラメの呪縛から解放されたものとして、何かしてやりたかった。え？以前、 私がマダラメの客を取ったとかで目をつけられてな。個展を開こうにも会場は貸してもらえない。支援事業も立ち行かず、新さんを舐めたや。そうだったんですか。そう。人の心は様々な欲望にまみれ、時に黒く塗りつぶされてしまう。でも、 君にはそこから目をそらさず、立ち向かう強さがあったようだ。もしその強さがあいつにもあったなら。 Meinst du Madarame? 私とマダラメとの付き合いは長くてね。
学生の時から同じ画塾で講師もやった。昔はあいつも気概があってな。いつか自分の腕で画壇の頂点を目指すと。だが、画壇なんて所詮権力争い。うまく立ち回ったもの勝ちだ。私たちの心もこんな風に黒く汚れていった。 しかし、人の心は不思議だ。白と黒ではっきり分けられない。子供嫌いのあいつが君を引き取ったと聞いた時はびっくりしたよ。疎遠になる少し前のことだ。子供が熱を出した。休日で病院も閉まってる。 なんて大慌てで電話してきたもんだ。そんな先生が。 Er hatte mehrere Seiten. 私はもうこの世界から私のような敗者もあいつのような間違った強者も生みたくない。そのために新事業を始めたんだ。どうだろう。 うちの出資を受けてみては、もちろん強引なプロデュースもなしだ。本当にありがたいお話。ご厚意感謝します。ですが、お断りします。なぜだね。俺はまだらめとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。 迷えば手を差し伸べ、間違えば諌めてくれる。そんな希望の光が彼らがいれば、俺は大丈夫です。まったく、あいつの目利きは大したもんだ。変わった人だったな。 Du bist merkwürdig, Yusuke. Ja. Akano Tanin no Tamini, Miseni o Kiru. Nakanaka dekiru koto janai. Skoshi, mottainai koto shitokana. Daga, kore de yoi tomo motte iru. Ware nagara mujun shite iru ga, kore ga kokoro nano daru. Omoshiroi. Yahari, kore koso ga ore no egaku beki mono da. 俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うが、なぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当にありがとう。Ich fühle eine starke Bindung zwischen Yusuke und mir. Und der nächste. われは汝。汝は我。汝ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。 絆は反逆の翼となりて、魂の首輝きを打ち破らん。今こそ汝、皇帝の究極なる秘宝に目覚めたり。無人の力を汝に与え。Maximum zweites Erwachen. Yoshi. Du kannst jetzt Udin fusionieren, die mächtigste Person der Herrscher Arcana. Den kenne ich noch gar nicht, den neuen da. Persona Goemon hat sich in Kamo Susanoo verwandelt. かけなかった分を取り返さないと。改めて俺はお前に誓おう。お前が何かにつまずいた時には必ず手を差し伸べると。さあ行こうか。心ってものをもっと知るためにも今は怪盗稼業に励まなくちゃな。 Schön jetzt endlich die Enten zu sehen. Feuer ausweichen.
Leichter Eisschaden, weg damit. Was können wir abends machen? Wir können auch jetzt abends wieder nichts mehr machen, ne? Warum wurde die noch nicht verhaftet? Was treibt die Behörde denn bitte? Verhafte die Phantomliebe endlich! Ist das wirklich ein richtiger Zeitpunkt, um das Parlament aufzulösen? Soll denn die Sicherheit der Bürger nicht wichtiger sein? Wie sollen wir uns denn jetzt noch fühlen? Ich stell dich nicht so an, Alter, hier war ich ein. Was ist los? Die Schauspieler. Einfach so den Schauspieler. Ich glaube, wir brauchen eine neue Strategie. Ich möchte dir darüber reden. Hast du Zeit? Ja, komm, los. Übliches Restaurant. Ah, scheiße, die Chihaya. Ach gut, wir müssen ja den eh weiterbringen. Dieses Schauspieler nicht als nächstes Ziel wollte. Der heiratet dieses Idol jetzt wohl. Konnte wahrscheinlich nicht damit leben, was er ihr angetan hat. Seit er die Hochzeit angekündigt hat, hat er seinen Ruf eine 180-Grad-Drehung gemacht. Früher haben ihn alle gehasst, jetzt heißt es nur noch, wie niedlich und männlich er ist. Jedenfalls können wir nicht gegen deine öffentliche Meinung gehen. Gut, dass wir nichts gemacht haben. Das wäre für die Beliebtheit der Phantomliebe echt übel gewesen. Ich muss als nächstes Ziel einen finden, gegen den wir sie gewinnen können. Warte mal, wo ist er? Komura, Oya, Yoshida, Kitagawa, Takami, Mishima. Warte mal, wo? Du bist sowas von zuverlässig. Eigentlich muss ich dem die ganze Zeit Honig ums Maul spielen, obwohl ich mir das eigentlich voll ins Gesicht hauen müsste. Mach dich mal locker, Alter, eigentlich. Ich meine, das ist mein Job bei einem Produzenten schon vergessen. Ach übrigens, ich habe einen neuen Angriffsplan entwickelt. Wenn wir euch wirklich berühmt machen wollen, müssen wir mehr tun, als nur große Anfragen annehmen. Haufenweise die, um die nicht an euch glauben und andere beeinflussen wollen. Also starte ich eine Säuberung. Klingt ziemlich krank. Ach, keine Angst, ich habe nicht vor, jemandem weh zu tun. Ich habe ein paar Idioten von den Idioten, die euch kritisieren, Warnungen geschickt. Weiß schon, wenn du nicht mit Bösen abschwörst, wirst du zu unser nächstes Ziel und so. Was? Ist echt wundergewirkt. Die haben sofort aufgehört, die P-Diebe zu dissen. Die Leute sagen immer noch, sie glauben nicht an euch, aber die haben einfach Angst vor euch. Haha, ist das nicht super? Und nachdem die ganzen Hater jetzt weg sind, stellen viel mehr Leute Infos ins Forum. Post voller Bitte und helft mir. Das macht so einen Spaß. Das sieht ja gar nicht ähnlich. Ich habe nur einen eigenen Weg gefunden, bei Leuten einen Sinneswandel auszulösen. Ich stehe jetzt über dem simplen Zeug wie Produktion und Werbung. Ich kann die Welt verändern. Bis ist jetzt dazu die Stärke dazu. Oh. Hä? Ah, Kiyama-kun. Ja, Mishima, ich hatte man ja seit dem Abschluss nicht gesehen. Aha, wir haben uns doch vor kurzem erst hier getroffen. Ach ja, kann sein. Kiyama-kun? Was? Geht's dir gut? Wieso sehe ich nicht so aus, als würde es mir gut gehen? Weiß ich nicht, du wirkst zu ruhig. Als Moll nun, ich habe keine Zeit, hier zuzuhören. Null. Er tut, als wäre ich ein Niemand und trotzdem nimmt er sich die Zeit, mich zu tyrannisieren. Aber ich habe mich verändert, ich bin viel mehr wert als so ein Loser. Ich habe sogar gehört, dass er mit zwielichtigen Typen rumhängt. Das sind alle Abschaum, man müsste ihren Sinne wandeln, um zum Wohle der Gesellschaft. Warte, das ist es. Wir können seine Sinne wandeln, statt den des Schauspielers. Gut, es ist entschieden. Euer nächstes Ziel ist Akiyama-kun. Mal sehen, wo sie denn da seine Infos. Apropos Ziele. Nehmt ihr irgendwann auch mich ins Visier? Hast du Schuldgefühle? Ihr denkt echt drüber nach? Hahaha, guter Witz, Amamiya. Aber ich gehe jetzt nach Hause. Schickt dir später die Infos zu Akiyama-kun. Mishima versucht uns ein Ziel aufzuschwatzen, das er aus Eigennutz ausschalten will. Ich muss mit den anderen darüber reden. Er will sich also einfach an einen Typen rächen, der sich über ihn lustig gemacht hat. Hat er nicht schon andere komische Bitten an uns? Irgendwas mit diesem hübschen Schauspieler? Versucht Mishima-kun bloß das auszunutzen? Offenbar hat er auch allen gedroht, die in seiner Forum schlecht über die Phantomliebe reden. Vielleicht gebührt eher Mishima als diesem Burschen Akiyama ein Sinneswandel. Boah, so schlimm ist er nicht. Vermutlich können wir die Wahrheit erfahren, wenn wir seinen Schatten finden. Ich meine, er hat sowieso schon Angst, dass wir ihn meinen Sinneswandel verpassen, oder? Wir können seinen Schatten wahrscheinlich im Mementos finden. Ich denke, der beste Vorgehen wäre, ihn zu besiegen und ihm einen Sinneswandel zu geben. Mishima-kun, es fühlt sich falsch an, das nur in Erwägung zu ziehen. Wir können jedenfalls nicht zulassen, dass er uns weiterhin Probleme macht. Wir können später entscheiden, ob wir ihm einen Sinneswandel geben. Erst treffen wir seinen Schatten. Das ist der einzige Weg. Ja, gehen wir zurück nach Mementos und finden Mishimas Schatten. Jetzt? Oh, wir treffen den gleich? Wer seid ihr? Seid ihr etwa die Phantomliebe?
Ah, ihr wollt meine Sünde wandeln, nachdem ich so viel für euch getan habe? Mich sucht ihr euch aus? Würdet ihr einfach die Klappe halten und auf mich hören, würdet ihr noch viel berühmter werden. Und dann würdet ihr auch etwas vom Rampenlicht abkriegen und werde keine dumme Null mehr. Ich habe endlich wieder ein bisschen Hoffnung im Leben, warum wollt ihr mich aufhalten? Yo, Loser, verschwindet. Ich will mit eurem Chef reden, alleine. Wie mal halt wie so eine Riesengruppe auftauchen, hey, wir machen mich jetzt platt. Das ist deine Schuld. Bevor ich dich kannte, war meine Rolle im Leben klar. Ich war der, den alle verarschen. Ich hatte akzeptiert, dass ich eine Null bin, hatte eine Rolle sogar richtig angenommen. Aber als mir klar wurde, dass du zu den Phantomlieben gehörst, hat sich alles verändert. Du musstest dich ja unbedingt mit mir anfreunden. Ich meine, zu sehen, wie ein echter Held diese ganzen coolen Sachen macht, da wollte ich mehr sein. Ich will auch die Gesellschaft verändern. Ich will, dass die Welt mich bemerkt. Wenn ich die Phantomliebe berühmt machen kann, werde ich vielleicht auch berühmt. Stell dich das wirklich zufrieden? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine spezielle Gabe wie ihr. Niemand beachtet mich überhaupt. Deswegen brauche ich euch. Ihr seid meine einzige Möglichkeit, mir einen Namen zu machen. Ich weiß, dass es falsch ist. Aber wenn ich mich jetzt nicht ins Rampenlicht drängen kann, wann dann? Jedenfalls fang endlich an. Ihr seid doch zum Kämpfen hier, oder nicht? Was? Ihr wollt meinen Sinn nicht wandeln? Achso, ich kann da eh nichts machen. Mach es selbst. Komm schon, gehen wir. Er hat sich sicher was gelernt, wenn er so viel Zeit mit uns coolen Helden verbracht hat, oder? Nein, ich brauche die Phantomdiebe. Ich muss berühmt sein. Ich muss... Ich...